Freunde, zieht euch mal rein, was wir hier haben. Sam Lucky gegen Okri und gegen Dandy Labyrinth zusammen mit Okri. Was geht ab, Dandy? Yeah, und Sam Lucky, was geht? Ich werde das beste Labyrinth bauen. Das werden wir sehen. Also Leute, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit. Jeder von uns wird an seinem Skin ein krasses Labyrinth bauen. Und dann werde ich Sam Luckys Labyrinth machen. Sam Lucky wird Okris Labyrinth machen und Okri wird mein Labyrinth machen. Und am Ende, also in den Köpfen, ist eine Belohnung drin, die wir dann alle bekommen. Also Leute, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schaut das Video bis zum Schluss, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Okay, ich würde sagen, auf 3 geht's los. Wir haben in den Kisten hier auch ein paar Fallen und andere Sachen. Und ich würde sagen, 3, 1 und los! Okay, ich habe schon mal direkt eine krasse Idee. Ich fange schon mal an, weil ich bin Pro in Labyrinthen, Leute, während Okri da noch gar nichts checkt und Sam Lucky fängt schon an, okay? 2 Eingänge, genau, 2 Eingänge. Let's. Junge, denn die 2 Eingänge bringen die überhaupt nichts. Warum? Ich bin eh der Beste. Ja, du hast nicht mal angefangen, Okri. Komm, zeig mal, was du drauf hast. Komm. Ja, ja, schau. Guck, oh, krass. Okay, nicht schlecht. Also, ich mache erstmal das grobe Labyrinth bis zum Kopf. Dann verfeinern wir ein paar Gänge. Dann kommen ein paar Fallen. Und am Ende im Kopf die Belohnung. Und dann würde ich sagen, sind wir auch theoretisch fertig. So, Okri, okay. Boah, Sam Lucky schon richtig weit. Okay, ich muss mich ranhalten. Ey, Dandy-Mann! Was ist das? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ey. Ich hab das ganz genau gesehen. Du kommst einfach zu mir rüber und baust meinen Labyrinth kaputt. Nein, was soll das denn? Nein. Das war ein. Ich hab mich verklickt, Leute. Meine Maus. Ey! Ich hab mich auch verklickt. Nein, ups. Oha. Okay. Das gibt Rache. Oha. Ey, Jungs, wisst ihr was? Ich bin schon so weit. Streitet euch nicht. Ich nehme das Ganze ultra ernst. Ich werde gewinnen. Let's go. Weiter geht's. Ich merk schon, du nimmst das wirklich voll. Oha. Okay. Aber. Egal, das kriegen wir schon hin, Leute. Ich bin ein Pro in Labyrinthe. Ich bin der krasseste Labyrinthbauer, den Deutschland gesehen hat. So, zack, zack, zack und zack. So, Leute. Das ist der Weg, der da reinführt zum Kopf. Aber wir müssen den Weg jetzt etwas komplizierter machen, Leute. Und zwar habe ich eine Idee. Ich kann es nur nicht laut sagen, sonst hören die das ja. Eieiei. So, ich platziere diesen... Ey, ey! Nicht gucken! Okri, du schummelst! Was für Schummeln? Ich wollte nur schauen, wie schlecht du bist. Ja, komm, deins ist es auch nicht. Oha, du bist auch schon da am Kopf. Und Sam Lucky. Okay, Leute. Wir müssen ein paar mehr Gänge hier bauen, um es alles ein bisschen komplizierter zu machen. Weil das ist noch viel zu simpel. So, zack. Dann machen wir mal direkt hier so einen Gang. In die Arme hinein, so zack, zack. Das wirkt schon mal sehr kompliziert. Und dann machen wir hier noch ein paar Fake-Gänge, die ins Leere führen. So, zack, zack. Das ist doch schon mal sehr nice. Aha. Sam Lucky. Ich habe da gesehen, was du in der Hand hast. Ich verstehe. Let's go! Ich bin schon richtig weit. Was hatte ich in der Hand? Ein Kleinmachding, glaube ich, oder? Nein, alles gut, das war gar nichts, nur ein normaler Block. Ja, sicher doch so, aber wie das Kleinmachding, glaube ich, Leute, werde ich auch... Ey! Okri, was hast du in der Hand? Was ist das? Soll ich durchziehen? Nein, mach nichts, bitte mach nichts kaputt, was ist das? Also wenn du wüsstest, was das ist... Ey, nicht, dass es explodiert. Ey, Leute, was macht ihr? Hört auf. Ey, geht weg von mir, sonst ihr wisst, ich habe hier was in der Hand, ne? Ja. Wenn ich das verwende, dann wird alles explodieren. Ja, okay, wir gucken nicht mehr bei dir. Versprochen. Oh nein, Alter. Sehr gefährlich, Leute. Okri ist auf jeden Fall gefährlich am Start. Wir dürfen bei ihm auf keinen Fall mehr gucken, sonst war es das mit unserem Labyrinth, Leute. Eieiei, aber... So, wo war ich stehen? Genau, Leute. Wir nehmen jetzt diesen Block, platzieren ihn so. Und, okay, das klappt jetzt erstmal gar nicht. Ich glaube, wir nehmen einfach diesen anderen Block, Leute. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert. Aber wir nehmen einfach jetzt das hier. Zieht euch das jetzt rein. Bäm, Leute. Ist das nicht krass? Einfach ausgetrickst. So, jetzt machen wir hier was richtig Nices, Leute. Und zwar nehmen wir dieses Chisel-Ding.
Genau. Okay, okay. Ukri chillt. Okay, Leute. Perfekt. Okay, Leute. Wir machen das jetzt einfach so. Wir nehmen diesen Block. Ich platziere den hier. Perfekt. So, Leute. Und jetzt kommt hier eine ganz normale Tür. Aber die Tür werden wir jetzt mit dem Schloss versehen, dass man nicht einfach so easy reinkommt. So, perfekt. Und jetzt kommt der lustige Teil, Leute. Jetzt werden die Fallen platziert. Laser, Fallgruben, alles, was das Herz begehrt. Und zwar machen wir jetzt hier, nehmen wir die World Edit Axe, Leute. Zack. Markieren von hier bis zum anderen Ende, um den ganzen Boden erstmal aus Gras zu machen. So, zack. Alles ist aus Gras. Perfekt. Und jetzt kommen hier Gruben, Leute. Und zwar hier in diesem Intervall. So, zack. Zack. Eieiei. Okay. Leute, ihr habt keine Ahnung, was ich für krasse Fallen hier platziere. Ukri, du kannst dir davor... was war das denn? Ukri? Du hast nichts gesehen. Das war, ja, nix. Egal. Ja, sicher doch. Warte, was macht eigentlich Sam Lucky? Der ist richtig fleißig. Nicht auf meine Seite gehen, Daddy. Oh, ich geh da zurück. Sorry. Ich hab nichts gesehen. Lalalala. Ich hab alles vergessen. Ja, du hast alles vergessen. Oh, Mann, schnell wieder klein machen. Oh, was hab ich denn da gehört? Eieiei. Okay, Leute, wir machen jetzt so. Guck mal. Die Fallen aller Fallen. Simpel, aber mega effektiv. Ihr habt da gerade Sam Lucky fliegen sehen. Ah, ist das dir nicht aufgefallen? Ich war die ganze Zeit auf deiner Seite. Deswegen solltest du nicht zu mir kommen. Oh, du hast ihn klein gemacht. Du hast geguckt. Oh nein, Leute. Ich hab's genommen. Oh nein, Leute. So, perfekt. Egal. Halb so wild, Leute. Das kriegen wir schon hin. So. So, und jetzt nehmen wir jetzt noch die Fallen. Wir müssen, glaube ich, ein paar Sachen ändern. Wenn Sam Lucky ein paar Sachen gesehen hat. Nicht so nice. Ich habe gar nichts gesehen, denn die mach ändern am besten gar nichts. Ach, sicher. Meinst du? Ich weiß ja nicht. Okay, Leute, wir machen. Ich habe eine richtig nice Idee. Und zwar platzieren wir jetzt schon unseren ersten Laser. So. Bam! Wenn das nicht krass aussieht, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ich finde, dieser Laser, der sieht schon heftig aus. Aber wir brauchen zwei. Und zwar noch einen hier. Perfekt. Und jetzt haben wir schon mal den Teil bei den Beinen fertig gemacht. Und jetzt kommt der Teil hier im Oberkörper. Und den mache ich jetzt auch mal ganz schnell. So. Und zwar gibt es hier eine Kiste. So. Wir holen eine Kiste. Und die platzieren wir jetzt hier. Und da kommt etwas, was wichtig ist, um überhaupt das Labyrinth zu schaffen. Und zwar kommt da das hier rein. Das braucht man, um die letzte Tür aufzu... Ukri? Du Verrückter, was machst du da? Tja, oh, wenn ihr erstmal in mein Labyrinth reinkommen wollt, müsst ihr an mir vorbei. Oha, krass, Alter. Ich wusste nicht mal, dass wir das in Minecraft haben, Leute. Alter, wie heftig. Junge, du bist einfach ein Riesenroboter. Wie hast du das bitte sehr angestellt? Nein. Okay. Ey, Ukri, kannst du das als Belohnung bei dir reintun? Oh ja, das werde ich machen. Das ist eine gute Idee. Komm schon. Oha, Alter, ich brauche auch eine nice Belohnung für... Warte, wer macht eigentlich mein Labyrinth? Ah, Ukri. Ja, okay. So, let's go, Leute. Zack. Und, ey, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Und zack, und zack. Okay, Leute. Wenn man jetzt hier durchkommt, machen wir, würde ich sagen, mit den Fallen erstmal weiter. Zack. Und jetzt würde ich sagen... Eieieiei, ist die Frage. Und Falle nochmal hier. Falls, wer macht denn mal... Genau, Ukri sich entscheiden sollte, hier durchzugehen. Dann wird er sein blaues Wunder erleben. Wie sein Skin. Und, oh, ich muss hier ein paar Sachen jetzt hier noch reparieren. Perfekt. Ja, okay, so. Bäm! Und bäm. Und hier auch noch. Und jetzt kommt das Fake-Gras drüber. Kann man so anbieten, Leute. Okay, und jetzt würde ich sagen, noch hier einen Laser. Ich weiß nicht, ob das so krass ist. Wenn ich hier noch einen Laser mache, dann ist wirklich hier Rambazamba-Action. Ich weiß ja nicht. Ich habe eine bessere Idee, Leute. Wir nehmen diesen Block hier. Zack. Und machen den hier und dann hier. Und ich würde sagen...
das Labyrinth. Oh ja, noch hier ein Schild. Das hier. Jetzt noch die Belohnung im Kopf reinbauen. Und ich würde sagen, so, sind wir ready. Wie weit seid ihr, Jungs? Ja, schon fast fertig. Okay, die Belohnung, die ich reinmachen werde, ist auch nicht schlecht, Leute. Komm mal. Das ist doch eine nice Belohnung. So. Okay, Leute. Von oben sieht das Labyrinth schon cool aus. Okay, Sam Larky. Alter, bei Sam Larky sehe ich sogar lila. Warum schaust du? Schau, ich geh zu deinem Labyrinth. Nein. Ich hab nur wirklich... Ich kann gar nicht erkennen. Meine Sichtweite bei Minecraft ist eh nicht so hoch. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Oh, okay, ich aktiviere jetzt auch den Roboter. Denn dein Labyrinth wird zerstört. Oh nein! Alter, das ist ein Transformer. Was ist das? Ey, bitte nicht schießen. Sollte ich nochmal sehen, dass du spicken gehst, dann wird dein Labyrinth kaputt geschossen. Okay, ich mach gar nichts mehr, Leute. Ich chill einfach jetzt hier bei meinem Dandy-Labyrinth und warte, bis ihr fertig seid. Was anderes bleibt mir ja gar nicht übrig. Oh Mann. Ich könnte aber ein paar Sachen noch verbessern, Leute. Und zwar könnte ich hier noch so einen Gang bauen. Okay. Ja, das kann man so machen. Und hier noch so einen Laserraum. Das machen wir noch, komm. Was soll der Geiz, Leute? Das machen wir noch. So, hier, zack, nehmen wir das hier. Und jetzt machen wir hier so einen Laserraum. Der sieht dann richtig nice aus, so. Machen wir mal so. Dann so. Dann so. Kriege ich das überhaupt hin hier? Hallo? Klappt das hier überhaupt? Hallo? Ja, das hier. Und dann das, okay, das klappt jetzt so nicht, aber das sieht schon cool aus von oben. Also von oben sieht es wirklich richtig cool aus. Und, komm, noch ein bisschen Lava, weil wir es bei Sam Larky gesehen haben. Ich fand, das sah schon cool aus. So, zack. Und ich würde sagen, das Labyrinth, wer das meistert, ist wirklich ein Labyrinthmeister, Leute. So, gucken wir mal ein bisschen bei Ukri. Okay. Dandy, ich bin so schon fertig. Komm schon her, Mann. Ich bin gespannt, ob dein Labyrinth überhaupt so gut ist. Ja, wirst du sehen. Du wirst ja meins machen müssen. Ich muss leider deins nicht machen, sondern Sam Larky macht ja deins. Aber wir werden ja dabei ihn beobachten. Dann sehen wir, ob dein Labyrinth wirklich so gut ist. So. Ja, natürlich. Aber Sam Larky, der ist da doch am Bauen oder so. Nein, ich bin jetzt genau fertig. Und jetzt geht mal wieder auf den Boden, damit ihr hier nicht reingucken könnt. Hast du im Kopf eine Belohnung reingetan? Eine Kiste? Nein, das habe ich vergessen. Ich mach's ganz schnell. Okay, ich setze jetzt bei Sam Larkys Labyrinth mein Spawnpoint mit / Spawnpoint. Ukri, du setzt vor meinem Labyrinth dein Spawnpoint. Und Sam Larky dann vor Ukris. Und ich würde sagen, Leute, ich beginne auch direkt mit dem Labyrinth von Sam Larky. Das heißt, ich gehe jetzt in den Game Mode Survival. Die anderen beide dürft im Game Mode Creative bleiben und von oben mir zuschauen, während ich dann dein Labyrinth mache. Was? Dandy, du wirst mein Labyrinth niemals bestehen. Das ist sowas von gut. Okay, jetzt geh schon rein. Okay, Ukri ist auch da. Let's go, Leute. Okay, hier haben wir schon mal Spikes. Da springe ich einfach drüber. Ist doch gar kein Problem. Hallo? Easy. Okay. Wie hast du das geschafft? Egal. Ja. Was willst du jetzt machen? Es gibt keinen Ausgang, Dandy. Ich kenne dich doch, Sam Larky. Du hast doch bestimmt hier irgendwas versteckt. Ha? Ich habe was gehört. Nein, du hast gar nichts gehört, Dandy. Warte. Doch, hier ist was aufgegangen. Ah! Du hast die gerade zugemacht. Ich habe die doch gerade aufgemacht. Und da hast du die zugemacht. Okay. Ja, okay, du hattest recht, ich geb's zu. Jetzt musst du aber über diesen. Das ist ein hypergefährlicher Fluss. Siehst du diese Farbe? Das ist Giftfarbe. Wenn du da einmal reinfliegst, dann bist du erledigt. Oh nein, Leute, dann war's das. Dann haben die, bin ich Schildkrötenfondue. Ich will nicht so enden, aber egal, ich schaff das. Okay, noch einmal. Und ja, diesmal hab ich's geschafft. Okay, du hast es geschafft. Wie soll ich denn... Okay, Sam Larky, hast du das mal getestet? Wie soll ich denn hier durchkommen? Naja, weiß ich selber nicht. Du musst es herausfinden, Dandy. Ich sag dir gar nichts. Das Ding ist, ich muss kriechen. Das geht gar nicht. Doch, es geht. Ich muss kriechen, aber ich hab's nicht belegt auf meiner Tastatur. es gibt aber auch sowas, das nennt sich kleiner machen. Oh nein. Dandy, aber hast du das etwa nicht? Doch, hab ich.
Ha! Oh nein! Aha! Ah, okay, Leute, ich habe gar nicht mal den Inventar gecheckt. Okay, perfekt. Woo! Yeah, wir haben es geschafft. Okay. So. Oh Mann, warum habe ich dir den Tipp gegeben? Ey, hättest du mir den Tipp nicht gegeben, ich hätte bestimmt noch 10 Minuten so rumgeguckt. Okay, hier ist eine Falle an der Wand. Ah! Autsch! Okay. Was war das denn, Lucky? Waren das etwa Nägel? Das war meine beste Stachelfalle. Da kommt niemand durch. Wie hast du es geschafft? Okay. Also ich habe ein paar Herzen verloren, aber ich lebe noch. So, und... Oh. Alter, Leute, das Labyrinth ist wirklich krasser als erwartet. Und jetzt um die Ecke. Oh. Das hast du noch geschafft. Jetzt musst du dich entscheiden für einen dieser Wege. Gehst du links lang oder gehst du rechts lang? Hä? Ich will links lang gehen. Hey, jeder Mensch geht nach links. Das wäre falsch gewesen. Das wäre fast ins Auge gegangen, Leute. Warte, nein. Nein, es geht hier um die Ecke. Ah, ja. Ich habe das gar nicht gesehen. Wow, du hast es geschafft. Das ist ja wirklich krass von dir gemacht. Ja, also das Labyrinth von Sam Lucky ist echt nicht schlecht. So, aber jetzt... Okay, Dandy, du hast es geschafft. Du kannst jetzt durch das ganze Labyrinth gehen. Oh nein! Eine Sackgasse. Tatsächlich. Oh, das Mann. War der falsche Weg, Dandy. Du müsstest einen rechten nehmen. Okay. Die müssen rechts lang. Oh, ja. Alter, diese Sprünge, die kann ich zwar, aber die sind trotzdem schwer. Okay, Leute, und jetzt muss ich hier... Was ist das? Oh Gott. Probier's aus. Ein Laufband. Sport. Ich bin so unsportlich. Und... Ja! Geschafft. Und jetzt... Ja! Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's im Lankis krasses Labyrinth gemeistert. Und... Oha. Alter. Krasse Belohnung. Diamanten. Yukri, bedien dich. Du darfst ein paar. Ich schenk dir ein paar. So. Wow, danke, Dandy. Okay, warte mal, wer ist als nächstes dran? Hey, ich habe sogar so einen Titan bekommen, warte. So, als nächstes macht Sam Lucky das Labyrinth von Ukri. So. Okay, ich bin gespannt, wie du das meistern wirst. Okay, Let's Sam Lucky, mach deinen Spawnpoint und Survival-Modus und viel Spaß, würde ich sagen. Okay, ich bin jetzt im Survival-Modus und ich werde jetzt gleich ins Labyrinth gehen. Davor setze ich noch einen Spawnpoint. Okay, warte mal. Das hier ist die Super-OP-Falle. Genau, die Super-OP-Lava-Falle. Die hat noch nie jemand geschafft, Sam Lucky. Du bist der Erste. Ist das euer Ernst? Ihr denkt doch nicht wirklich, ich kann da nicht rüber. Das war total einfach. Okay. Oh Mann. Aber ich glaube, es wird schwerer. Ich habe keine Ahnung, was ich erwarte. Es wird schwerer, genau. Schau mal hier, das sind schon viel mehr Blöcke, die du überspringen musst. Genau. Oh. Level 2. Ihr habt recht, aber das werde ich auch meistern. Und zack, nicht so wie Dandy. Du hast nämlich da fast verloren. Das stimmt. Das hast du echt gut gemacht jetzt hier. Aber wo lang gehst du? Links oder rechts? Ich bin runtergefallen. Das war eine Falle. Die hast du überhaupt nicht gesehen, sei ehrlich. Oh, ich hab die auch nicht gesehen, Ukri. Also, keine Ahnung. Ich werde da auch reingefallen. Du darfst dich rausbauen. Alles gut. Ich darf mich rausbauen. Okay, perfekt. Haha, Ukri, die Falle war sowas von schlecht. Du hättest Lava hinplatzieren sollen. So bringt es dir doch gar nichts. Stimmt, Mann. Das habe ich ganz vergessen. Egal, jetzt musst du mal schauen, wo du lang gehst. Vielleicht nach links, vielleicht nach rechts. Weißt du was? Ich gehe rechts lang, weil links war gerade eben nicht so gut bei Dandy. Okay. Oh, rechts sieht aber schon gefährlich aus. Sackgasse, haha. wie Sackgasse komme ich hier wirklich nicht durch? Oh Mann. Okay, Sam Lucky. Du musst jetzt den anderen Weg gehen. Let's go! Mann, ich hab's noch geschafft. Du bist einfach in meine Stacheln gefallen. Was soll das, Sam Lucky? Pass doch auf beim nächsten Mal. Okay, geht's hier weiter? Das ist ja so. Oh Mann, du hast ja das Gelbe verwendet wie ich. Eine Geheimtür? Genau. Oh Mann, du hast es direkt gemerkt, weil er es auch verwendet hat. Aber es ist auch einer der coolsten Blöcke, die es gibt, Alter. So. Okay, wohin geht's jetzt? Ich bin hier oben und check nicht mal den Weg. Okay, jetzt check ich's. Okay, Sam Lucky. Oh nein, Sackgasse. Sackgasse. Hier lang? Oh nein, das ist auch eine Stachelfalle. Ich muss hier irgendwie rüber. Oh, ich hab's geschafft. Oh okay. Mann, du bist fast beim Ziel. Das kann nicht sein. Sam Lucky, wir drücken dir die Daumen. Nein, ich drücke dir nicht die Daumen. Du darfst nicht gewinnen. Oh, ja. Nein, Spaß. Guck mal, hier kommst du überhaupt nicht durch. Hä? Wie? Hab ich gar nicht gerechnet. Jetzt musst du wohl alles neu machen.
Wie? Ich muss alles von neu machen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh Mann, du bist so... Nein. What? Warte mal. Warte, ist hier? Ich hab's richtig entdeckt. Das ist eine geheime Tür. Oha! Was ist das, ein Bugatti? Ja, ein Bugatti, der neueste aller neuesten Bugatti. Fahr mal raus, den Lucky, komm, fahr mal raus. Let's go, Junge, 350k. Oha, Alter, krass. Okay, das ist echt schlecht. Junge, sieht der cool aus. Alter, aber jetzt kommen wir zum Finale. Okri muss nämlich mein krasses Labyrinth meistern. Und das wird wirklich nicht einfach. Okay, kommst du, Lucky? Okay, also erstmal den Survival-Modus, genau. Genau, wir beide dürfen natürlich im Kreativmodus sein. Okay, das wird richtig gefährlich im Survival-Modus. So, du hast hier drei Eingänge. Welchen nimmst du? Okay, beim rechten ist direkt eine Sackgasse. Was soll das denn? Vielleicht ist da ja auch eine versteckte Tür oder so. Nein, hier ist absolut gar nichts. Warum lügst du mich an? Oh Mann, jetzt habe ich meine Zeit verschwendet. Also nach links hier ist auch nichts. Ja, du hast deine Zeit zweimal verschwendet, Okri. So. Oh Mann! Oh, okay! Oha! Alter! Nein! Raus hier! Oh nein, 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 nein! Schaffe ich das? Okay. Knappes Ding! Ich habe ein halbes Herz! Ja, die sind stark, die Fallen, ich weiß. Oh Mann, die habe ich doch aufgewendet. Ich habe das gar nicht bemerkt. Mann! Ich glaube, Sam Lucky, er muss einmal draufgehen, um sein Leben zu resetten. Das wird nichts. Ja, ich merke schon. Komm ich jetzt hier gar nicht mehr durch? Ich glaube, du musst draufgehen, aber du kannst es probieren, Okri. Okay, und schnell weg hier. Oh nein. Da ist er weggeätzt, Leute. Und da wieder neue Schienen. Das heißt, die Tatsache, dass du jetzt einmal hier gestorben bist, zeigt schon, dass mein Labyrinth das krasseste von allen ist, oder? Vielleicht hattest du einfach nur Glück, Dandy. Ganz ehrlich, Mann. Ja, man kann ja auch manchmal Unglück haben und manchmal Glück. Nein, das stimmt gar nicht. Okri ist einfach schlecht. Deswegen, mein Labyrinth war das Beste. Ja, deins war okay. Aber mal sehen. Okay, Okri. Du hast es repariert. Aber wie kommst du jetzt weiter? Hast du schon mal daran nachgedacht? Nein, ich habe keine Ahnung. Hier ist ein Laser. Was passiert, wenn ich hier durchhüpfe? Da verbrenne ich doch, oder nicht? Du kannst es überleben. Das geht, glaube ich. Ich hab's getestet. Okay, ich versuch's dann. Und let's go! Wow, okay, das hat mir einfach drei Herzen weggenommen. Ja, für die eine Millisekunde ist auf jeden Fall viel, Leute. Aber jetzt ist die Frage, gehst du zum nach rechts zum Laser oder geradeaus in die Sackgasse? Okay, das ist eine wichtige Frage, die du mir stellst und ich habe keine Ahnung, wie ich beantworten soll. Ich hüpfe einfach hier drüber und let's go, Mann. Ich bin der Beste und... oder auch nicht. Das war ein Schuss in den Ofen, okay. Oh, Mann. Egal, dann muss ich halt wohl hier lang. Du musst schnell sein. Hier sind Fallen, die machen Schaden. Du musst schnell das Rätsel lösen. Okay, ein Rätsel. Ich renne einfach nach vorne. Let's go. Warte mal, hier ist eine Tür. Ja. Genauso wie bei mir. Oh, Mann, zum Glück wusste ich davon Bescheid. Ja, wir haben hier alle diese Tür benutzt. Komischerweise. So. Okay, ist hier die Frage. Sind voll viele Wege. Klar, 1000 Stück gefühlt. Ja, wo lang? Ich weiß nicht, also, die Frage, wo lang, ne? Links, Mitte oder rechts? Ich habe keine Ahnung, Dandy, aber warte mal, ich habe eine gute Idee. Kann ich das hier abbauen? Ja, nee, das dauert. Funktioniert nicht, oder? Das dauert ein wenig. Egal, dann mache ich lieber einfach den Weg hier nach vorne. Und let's go. Oh nein, nicht schon wieder diese Falle. Ich mag diese Falle überhaupt nicht, Dandy. Ja, du musst mal auf das Muster achten. Alle zwei Blöcke ist eine Falle. Ach so, okay. Und jetzt muss ich alles wieder von neu machen, oder was? Ja, aber du weißt ja, wie es funktioniert. Okay. Oder auch nicht. Sam Lucky, ich glaube, das ist wirklich entweder das schwerste Labyrinth oder Okri ist heute komplett verplant. Ich glaube, beides stimmt. Oh Mann, Dandy, ich muss echt sagen, dein Labyrinth ist sowas von gut. Oh nein, schon wieder, das kann nicht sein, Leute. Komm raus. Guck, weil du es jetzt einmal geschafft hast, mache ich den Laser weg. Das heißt, du hast quasi einen Checkpoint jetzt. Okay, sehr gut. Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Nein. So, oh komm. Mann, ich habe schon alles vergessen. Aber hier lang und zack. Oh nein! Ey, Dandy, das ist viel zu schwer. Holt mich hier raus. So, komm zurück. Also, komm mal her. Jetzt reicht's aber. Komm, du darfst jetzt, genau, hier dich hinstellen. Geh rein. Nee. Hier. So. Und mach weiter.
Okay, jetzt also muss ich aber aufpassen. Also ich gebe dir jetzt einen Tipp, Okri. Die einzigen Fallen, wo du reinfallen kannst, sind hier in diesem Gang, wo du reingegangen ist. Alle zwei Blöcke ist eine Falle. Das ist jetzt mehr Tipps kriegst du nicht. Okay, hier nach rechts geht ja eh nicht. Hier sind richtig, richtig viele Laser und hier links irgendwie welche komischen Stacheln und sowas. Da muss ich halt den Weg nehmen. Okay, ich versuch's einfach. Okay. Also jeder zweite Block. Okay, dann muss ich einmal hier rüber. Ja. Hier rüber. Ja. Hier rüber. Ja. Warte mal, muss ich hier um die Ecke? Ich glaube schon. Ich kann mich nicht erinnern. Okay, noch einmal. Und, hier ist schon wieder eine Tür. Eine geheime Tür. Let's go. Jetzt muss ich hier irgendwie durch. Und zack. Es hat funktioniert. Aber warte mal. Ein Schloss? Ja, du brauchst etwas, um das Schloss aufzuknacken. Oh nein, sag mir nicht, das ist ganz am Anfang. Nee, aber es ist auf jeden Fall in einem der Wege, die du hier in der Mitte wählen musst. Wow, Dandy, ich sehe es gerade. Ja. Darauf wird Okri niemals kommen. Nein, niemals. Wir beide können es natürlich sehen, weil wir hier oben sind, aber Okri hat keine Ahnung. Und auch das Springen im F5-Modus bringt nichts, Okri. Ich sehe das. Oh Mann, wie hast du das rausbekommen? Okay, egal. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Muss ich alles wieder von neu machen? Du kannst diesen Weg, genau, geh den Weg einfach zurück. Okay, Okri. Was glaubst du, wo lang geht's zurück? Ich fasse nicht mich versprochen, aber... Ja, zu dem Ort, wo du halt deine Dinger holen kannst für die Tür. Also ich sag dir ehrlich, ich habe gerade etwas gesehen. Nämlich, als ich gesprungen bin, habe ich, glaube ich, eine Kiste gesehen. Okay, Leute, das Geheimnis ist raus. Ja, schon cheaten, aber es ist okay. Aber wie kommst du jetzt zur Kiste? Also hier vorne sind nur Stacheln. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal hier lang und zack. Okay, und weiter? Hier unten war keine Falle. Warte mal, wie komme ich hier durch? Oh nein, nicht schon wieder. Es ist dein Ernst, die ganze Zeit diese geheime Tür. Okay. Und warte mal, warum ist hier kein Gras auf den Blöcken? Wer weiß? Hier, ein Diamant. Willst du einen Diamant haben? Nein, auf keinen Fall. Warte mal, kann ich von hier die Kiste öffnen? Das geht sogar. Nein! Okay. Was wäre passiert, wenn ich da raufgegangen wäre? Tatsächlich gar nichts. Hier sind gar keine Fallen, guck. Oh, okay. Oh Mann! Okay, jetzt musst du nur noch wieder zurück zum Kopf finden und das Schloss knacken. Und die Belohnung gehört dir! Aber ob du das schaffst, weiß ich nicht. Doch, das schaffe ich natürlich! Und zack! Und zack! Okay, du hast das gemerkt, alle zwei. Und, okay. Und let's go! Ja! Okay, und jetzt Leute. Kann ich, weißt du, wie das geht? Mal, was denn? Nein, ich habe keine Ahnung davon. Woher soll ich wissen, wie ein Schloss geknackt wird? Du musst einfach nur die richtigen Dinger in der richtigen Reihenfolge hochschieben. Musst du rumprobieren. Okay. Eieieiei. Ja. Oh Mann, ich bin aber schon so gespannt, was genau auf Okri warten wird. Genau. Ja, ja. Ja. Ey, Okri, jetzt gar nicht mal. Er hat das, er hat das. Ich habe es! Okay, ist raus, kannst du raus. Einfach Escape drücken. Mach die Tür auf. Ja, mach die Tür auf. Ja! Let's go! Warte mal, was ist denn jetzt hier Besonderes? Ja, warte mal, schauen wir in die Kiste. Und es ist eine Portal-Gun? Ja, das ist mein Geschenk an dich. Eine Portalwaffe? Ja. Oh Mann, was soll das denn sein? Mach mal ein Portal, drück mal hier Linksklick auf die Wand. Und jetzt Rechtsklick irgendwie nach draußen oder so gegen den Baum. Keine Ahnung, okay, auf diesem Turm. Dort vorne und zack. Okay. Hat's geklappt? Ich weiß nicht. Nee. Hey Mann, damit hätte ich das richtig schnell lösen können. Du musst rechtsklick dann. Ja, nicht hier. Aber ja, so quasi funktioniert das. Verstehst du? Wow. Ja, krass. Warte mal, jetzt habe ich es nochmal gemacht. Schau mal, du siehst einfach dich selber? Ja, guck mal. Wow. Okay, das ist richtig, richtig verrückt. Warte mal, ich schieß mal dort hinten ein Portal hin. Ein endloses Labyrinth. Oh, wir kommen hier nie mehr wieder raus. Und, hast du es hinbekommen? Warte mal, ich geh mal da durch. Wo bin ich jetzt? Oh, ich hab das gegen den Boden gemacht, deswegen kommt man da nicht raus, also man fliegt raus. Okay, Leute, aber ey, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like, dann schreibt in die Kommentare, welches Labyrinth das krasseste war. Und checkt die Kanäle von Okri und Simlaki aus, die gerade hier am rumalbern sind. Die sind in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss! Auf's nächste Video, schnell, yeah! Schnell, schnell!